Und mal wieder ist es Zeit für ein Arti-Replay. Damit herzlich willkommen heute zum Video mit dem AMX 13 F3 auf der Karte Minen. Eine wunderschöne Karte für Artilleristen. Und wir schauen mal, was hier The Sakes oder The Say so schafft. Das letzte ist, X ist wahrscheinlich einfach eine Namensergänzung. Gucken wir mal, was er so reißen wird. Ups, kleiner Schluck auf. Ja, ich sag mal, die Position ist jetzt nicht untypisch. Positionen gibt es ja einige. Man kann ja hier rüberfahren, man kann hier hochfahren. Also da kann man es haben, wie man will. So, er aimt erstmal für die ganz klassische Position. Er hat ja auch seinen Arti-Kollegen im FV304 dabei. Und hier am Hügel, da ist schon der erste durch. Die Sicht darauf ist etwas schlecht. Der Cromwell geht auf den T25 und unten ist wenig los für die Verhältnisse, muss man mal ganz klar sagen. Oh, da hinten ist eine Su. Su ist ein Su. Oh, da sind einmal ISO und einmal Su Y. Lange einaimen. Was ist denn das? Also, ich habe diese Ansicht, was ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Scheinbar irgendwas Neues. Gut. Man kann die Granate scheinbar irgendwie gefühlt ein bisschen mitverfolgen. Ob er die jetzt getroffen hat oder nicht, ist unbekannt, aber ich würde mal ganz stark davon ausgehen. So, ja, da hat er getroffen, aber das war eher ein homöopathischer Schaden mit 27. Also wenn es ein Artifil war, war der cool. Das erinnert mich ja schon an World of Warships, diese Granat-Mitflieg-Option. Fände ich auch cool, kann man bei der Arti wirklich auch nutzen, weil man kann sich zwar natürlich umstellen, aber macht doch eh keine Sau mehr. T29, auf den will er wohl scheinbar nicht so schießen, den könnte jetzt nur noch splashen. Aber OI steht doch super. Ja, den trifft er auch gut. Also ihr könnt mich gerne mal aufklären, wenn mir hier noch was entgangen ist mit dieser Granatensicht, ob ich da was nicht mitbekommen habe mit den Notes oder so. Sein Kollege auf jeden Fall in der FVAT ist jetzt mittlerweile raus. Kann auch natürlich sein, dass es was mit dem Mod zu tun hat, mit dem Battle Assistant. Keine Ahnung. Auf jeden Fall guckt er jetzt mal weiter in die Richtung, hat jetzt hier keinen Blick darauf, was da so der Gegner reißt. Da kommt jetzt der UI weiter nach vorne. Okay, der kommt dann doch nicht mehr weiter nach vorne. 4 zu 7 Stand, 330 Schaden erst gemacht. So, jetzt auf den T29, der wird jetzt bestimmt gleich stehen bleiben. Ja, Schuss ist raus, 270er Hit. So, da müsste er, genau, der ist weg. Jetzt kann er sich auf den dahinterfahrenden konzentrieren. KV4 steht da auch noch. Jetzt dreht er gut rein, das heißt, minimal dahinter eingeschlagen. Da hat er sich leider nochmal ein Stück nach vorne bewegt. Dementsprechend nicht der Treffer. Schade, schade. So, jetzt hat er gleich wieder die Granate im Magazin und da dürfte er ihn sogar wegmachen, wenn er so bleibt. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er aber auch gerade wirklich ein Pech, was das Thema Treffen angeht. So. Jetzt sieht er den nicht mehr mehr. Jetzt hat er ihn. Jetzt ist er gekettet. Jetzt muss es sein. Deska. 200er Treffer. Der Rheinmetall. Der Rheinmetall ist ja ein wunderbares Ziel für eine AT. Kaum Panzerung und nicht mehr zu sehen. Doof. Langsam wird es nämlich richtig, richtig ärgerlich, weil er hat hier nur noch einen Löwen. Schieß, schieß, schieß. Ja, super. Der Löwe, der hat noch Gott sei Dank ordentlich Hitpoints, aber weil sonst er... Hat nämlich sonst keinen Spotter mehr, weil die andere Arti wird jetzt auch nicht so wirklich viel spotten. Oh, die ISO
Hat jetzt da den Löwen ordentlich getroffen. Hat zwar kaum mehr Hitpoints, aber war natürlich für ihn jetzt eher kontraproduktiv für den Löwen. So, jetzt muss er hier auch sich noch ein bisschen bewegen. Damit geht jetzt sein Fadenkreuz deutlich weiter auf. Jetzt hat er auch nicht mehr den Blick. Jetzt wird es langsam zur Zerreißprobe, muss man sagen. Zehn, 13 Stand, 2 gegen 5. Das ist schon noch ordentlich Arbeit, was die beiden da vor sich haben. Da ist die ISO wieder. Und die SU. Beide jetzt zu sehen. Langsam nach vorne bewegen. ISO kommt von oben da runter. Schuss ist raus. Also, die ISO hat sich Gott sei Dank gerade mit dem Move selbst geopfert, hat den Löwen zwar rausgenommen, aber war nicht so clever. Artis schlagen ein. Hellcat ist da jetzt bei ihm. Also jetzt dürfte es eigentlich ehrlicherweise aus sein. Vielleicht habe ich mich hier im Replay heute mal ausnahmsweise getäuscht. Und er verschießt auch. Also jetzt dürfte Hellcat einfach rumfahren und ihn da wegmachen. Normalerweise. Aber was macht die? Ja, Hellcat, erster Schuss. Er versucht sich jetzt hier noch ein bisschen in Sicherheit zu bringen. Schaut so ein bisschen danach aus, dass die Hellcat da ein Munitionslager weg hätte. Und jetzt auch noch die Su neben ihm. Also jetzt ist es unmöglich zu gewinnen. Hellcat verschießt. Ja, und damit schafft er es dann, die Hellcat noch hier rauszunehmen. Aber 53 HP, was ist denn das gegen zwei 8er Artis und ein 6er TD, der einen solchen Bums hat? Aha, Su verschießt, das gibt's doch gar nicht. Und die Su nimmt er auch weg. Ja, ist denn das schon? Was ist denn das für ein kurioses Mecker an Schüssen? Also wahnsinnig. Ja, jetzt kommt die Lorraine. Die Lorraine will es jetzt auch mal probieren. Nachgeladen hat er. Was, Goldnoob? Der hat kein Gold geschossen, du Obernoob, Su 100Y. Das ist alles normal, was er hier schießt. Und auch die Lorraine nimmt er raus. Wahnsinn. Ja, jetzt ist ein One-in-One. Hex, ja, genau. Sobald man zu schlecht für das Spiel ist, müssen die anderen alle hacken. Klar. So. Ja, jetzt ist M40, M43 gegen AMX, Amerikaner gegen Franzosen. Wer gewinnt das Ganze am Ende für sich? Also, dass das sich so noch verändert, hätte ich ja niemals erwartet. Also, saugeil. Also, ist, glaube ich, mit das Kurioseste und Lustigste, was ich jemals an Arty Replay gesehen und kommentieren durfte. Jetzt geht er sogar in die Vorwärtsbewegung, sucht jetzt die Arty, also wirklich, wirklich cool. Da ist er. Ah nein, er verschießt. Arty hat jetzt massig Zeit zum Einaimen. Je näher man natürlich kommt, desto einfacher wird's. Jetzt versteckt er sich hier hinterm Stein. Nachgeladen hat er jetzt. Jetzt will die Arty will ihn wohl rammen. Weiß nicht, warum sie nicht schießt. Oder sie hat keinen Schuss mehr. Das wäre natürlich möglich. Und so, er lässt sich hier droppen. Kettet sich. Die Kette. Nein! Ist das die Möglichkeit? Ist das die Möglichkeit? Und er nimmt ihn raus. Was ein Finish. Was unglaublich. Unglaublich. Also das war, glaube ich, das Spaßigste, was ich seit langem sehen durfte. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.